Willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei RimWorld. Da sind wir wieder. Wir machen gerade ein bisschen Nahrung, arbeiten weiter an unseren Teppich in allen Zimmern, beziehungsweise in den sterilen Platten hier herinnen. Ich merke gerade, dass die sterilen Platten, die geben einen Bonus quasi auf Sauberkeit. Und die Teppich geben einen Schönheitsfaktor. Das ist relativ gut für uns. Dadurch sollten wir einen guten Bonus mit der Zeit bekommen für ja, richtig gemütlich. Das richtig gemütlich, das kommt eben durch die ganzen schönen Sachen und Teppich und alles. Wir haben jetzt vier Batterien. Ich überlege, ob wir die noch Lichter reinbekommen, damit es überall hell findet. Weil hier drinnen zum Beispiel findet das, glaube ich, relativ dunkel. Ich weiß nicht, wie viel die brauchen. Wenn man so, dann ist da immer hell herinnen. Jetzt habe ich gar nicht geschaut, was das war. 30-Jährige habe ich nur gelesen, 30-Jährige irgendwas in der Nähe. Vielleicht wird es dann jetzt langsam Zeit, dass wir. Na, ich brauche immer noch Ressourcen eigentlich. Aber wenn wir halt jemanden überfallen und wir überleben es, gibt es halt schlafende Mechanoiden. Ich habe keine Ahnung, wie stark Mechanoiden sind. Zwei Geschütze, ein Mörser, zwei Gegner, zu viel. Ja, das ist mir alles noch ein bisschen zu viel. Auch momentan wäre es eigentlich super Temperatur mit 28 Grad. Ja, das ist relativ gut. Aber wir müssen wohl warten, bis wir ein bisschen mehr Ressourcen haben. Ja, wir haben einige Ziele, die wir hier aufbrauchen wollen. Ja, die Baumwolle, die ist eigentlich relativ gut für den Teppich. Was haben wir hier? Fruchtsaft. Fruchtsaft und Metallschrott, relativ weit weg. Hier fermentieren wir jetzt das Bier. 25 Würze und das bringt uns Bier. Wir werden jetzt auch mal die Outlander, 17 Jahre alt. Er ist schießwütig. Dick. Peng, peng, peng. Er ist ein Stubenhocker und eifersüchtig. Sozial eigentlich kann er nicht wirklich viel. Kalt und neidisch ist er. Moment mal. Oh, das hätten wir vielleicht vorher. Oh, ich hoffe, die machen jetzt nicht unsere Sachen kaputt. Wir sind inzwischen in einem Stadion. Okay, ihn können sie ruhig haben, aber du schießt dich auf unsere eigenen Sachen hier. Gott sei Dank schießen sie genauso schlecht wie wir. Wir müssen unbedingt mehr Schießtraining machen. Okay, als erstes das hier reparieren, das ist das Wichtigste. Bevor hier irgendwie was kaputt wird und dann sich selber healen. Vielleicht zuerst einmal die Blutungen bitte stillen.
Ja, das ist relativ gefährlich eigentlich. Das sollte man vielleicht nicht mehr so leichtfertig machen. Das kann ganz schnell auch ins Auge gehen. Vor allem solange die hier noch nicht drinnen sind, irgendwie mit einem, ja, dass wir quasi eine Mauer rundherum haben, ist das relativ gefährlich, dass die kaputt gemacht werden. Das müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Okay, ein bisschen Blutverlust. Okay, generell scheint es aber okay zu sein. Braucht ein bisschen Zeit zum Healen. Kann aber auch ganz schnell schief gehen. Also wenn wir einmal kritisch getroffen werden, geht das ganz, ganz schnell schief. In dunkel, abscheuliches Krankenhaus. Okay, also wir werden auch hier eine Lampe reinmachen müssen. Den Nachttisch kann man eigentlich auch hier machen. Macht das Ganze ein bisschen schöner. Ja, das Aussehen hier ist natürlich miserabel, vor allem überall Blut. Machen wir es ein bisschen sauber mal. Das hilft ein bisschen. Dazu ein bisschen Essen, Entspannung und dann geht es ihm gleich wieder besser. Ja, jetzt haben wir keinen Strom, weil die natürlich weniger bringen, deswegen müssen wir die unbedingt reparieren. Bettruhe setzen wir auf 2. Es gibt wichtigere Sachen als die Bettruhe, weil so bist du ja okay. Ja. Kommt da keinen Strom rüber. Okay, ein bisschen mehr Teppich wollten wir wieder machen. Okay, dann steigt die Laune zumindest schon wieder. Okay, bringen die mal ins Grab. Dann sich Stahl haben wir das an sich nicht viel. Können eigentlich das Ding auch wieder abdrehen. Sehr gut, kalt wird uns da eh nicht mehr. Putzen müssen wir, weil es überall Blut und verunreinigt. 61% am Weg zum ersten Bier. Ja, das müssen wir auf jeden Fall öfter machen. Jetzt Schusstraining, weil es war echt miserabel, wie er schießt. Das exzellente Krankenhausbett. Immunisierungsgeschwindigkeit 107%, Ausruheffizienz 114%. Die Immunisierungsgeschwindigkeit ist relativ gut. Hatten wir nicht inzwischen auch reine Krankenbetten? Oder noch nicht?
Das wäre auch nicht schlecht auf Dauer. Normales Bett, wir haben das exzellente Bett hier, also wenn wir die zwei vielleicht tauschen. Wenn wir die zwei hier tauschen. Machen wir das hier zum Schlafbett. Das legen wir wieder da hier. Und das ist das neue Krankenbett. Leierschwanz, Häuptling der Fraktion Blauer Steinbruch Allianz, hat uns eine Nachricht geschickt. So wie es aussieht, überfallen Banditen von einem nahegelegenen Lager ihre Karawanen. Sie haben uns gebeten, das Lager zu zerstören. Genau, sie wollen, dass alle Gegner und Geschütztürme ausgeschaltet werden. Ja, die Geschütztürme, das ist so eine Sache. Ich bin mir nicht sicher, dass wir so weit schießen können. Bekannte Bedrohung, ein Gegner. Belohnung, Riesenflachbild, Fernseher und aufputschendes Rippenimplantat. Aufputschendes Rippenimplantat. Das wäre schon interessant. Buraku, Geologe. Wisst ihr was? Wir werden das jetzt mal probieren. Karawane erstellen, es ist jetzt gerade besser als sonst irgendwann. Wir brauchen halt Essen, vielleicht nicht 40, aber 20 definitiv und sicherheitshalber 5 Medizin. Ja, das sollte eigentlich ganz gut passen. Wir probieren es, es ist warm genug draußen, wir sind gut angezogen, wir haben alles, wir sind wieder gesund. Wir probieren es einfach. Sollten wir sterben, dann sterben wir, aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. Auf was warten wir? Also, gar nichts. Genau, sammel die Vorräte, die du brauchst. Den Metallschrott brauchst du definitiv nicht. So, hoffen wir, dass währenddessen kein Überfall stattfindet bei uns. Gerade jetzt kommen natürlich Füchse, die wir hätten erlegen können. Gut, aber die stören uns nicht. Auch die hätten wir jetzt. Gut. In 5,5 Tagen kommen wir hier an. So, jetzt sind wir dann endlich gleich da. Das hat jetzt wirklich lang gedauert. Also ich glaube, was 10 Minuten oder so habe ich jetzt warten müssen. Relativ lang also. Nun sind wir aber da und schauen wir mal, ob wir den Angriff hier überleben. Okay. Wir sind da. Es scheint... Wir haben relativ viele Blöcke hier. Schieferblock haben wir da einiges. Ein Gegner ist hier und der hat Pfeil und Bogen. Dementsprechend sollten wir ihm relativ überlegen sein. Wir schießen auch gar nicht mehr so schlecht. Wir haben jetzt zweimal getroffen. Blutet relativ stark. Wir sind inzwischen auf Stufe 10.
schießen aber immer noch sehr, sehr viel daneben. Vor allem, wenn er hinter einer Deckung ist. So, seine Schüsse sind auch irgendwo hin. Oh, das ist jetzt ganz schlecht. Das ist ziemlich schlecht. Oh, for fuck's sake. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier alles brennen kann, wenn der Teppich und alles brennen kann. Riesenflachbildschirm, oh, Rippenimplantat haben wir bekommen. Die Frage ist, ob jetzt hier alles abfackelt. Wir haben ihn erlegt. Wir können jetzt hier alles in Besitz nehmen. Okay, es ist nichts erinnern im Endeffekt. Der hat auch nichts. Okay, wir haben im Endeffekt nichts hier. Man kann jetzt alles in Besitz nehmen. Aber das war's dann auch schon. Wir können diese Sachen hier abreißen. Und so viel wie möglich davon mitnehmen. Wir haben leider kein Eisen da, zumindest sehe ich keins. Eisen wäre natürlich sehr, sehr interessant. Oh Gott. Also wir haben hier schon mal die Maschinen verloren. Ich hoffe, es bleibt dabei. Wir ruhen uns mit den anderen aus. Okay, relativ schlecht. Relativ schlecht. Nicht nur relativ, sehr schlecht sogar. Wir haben Granit hier, wir haben Stahl. Ah, das ist Stahl. Ich kann hier noch den Boden entfernen. Okay, wir können das hier abbrechen. Wir nehmen nur den Stahl mit. Die brauchst du nicht reparieren. So, und dann machen wir eine Karawane. Reformieren. Gegenstände, die wir mitnehmen wollen. Wir wollen alles an Stahl mitnehmen. Okay, wir sind dann schon so überfüllt. Und das Holz eigentlich genauso. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch mehr mitnehmen kann. 2236 Kilo wahrscheinlich nicht. Okay, aber wir können hier einiges mitnehmen. Ah, okay, kann sich nicht bewegen, da sie so viel transportiert. Die Waren, okay, das heißt, die müssen einen Teil da lassen. Okay, die Schieferbrocken. Zu viel Gewicht. Sandstein. Zu viel Gewicht. 110 von 35. Ein Teil abwerfen. 81. Ich will nicht unbedingt die Überlebensrationen wegwerfen. 66. So, 40.
Okay, das reicht. Damit können wir wieder zurück und unserem Zuhause zuschauen, wie es verbrennt. Okay, hier ist einiges kaputt gegangen. Das Problem ist, wir haben jetzt nicht mal Eisen. Wir haben jetzt nicht mal Eisen, um. Oh, die Batterie ist auch kaputt gegangen. Verdammt. Wir haben nicht mal Eisen, damit wir den Schmelzofen hier wieder bauen. Also den brauchen wir wieder. Hauptsache, wir haben einen schönen Flachbildschirm. Er ist ein bisschen groß. Aber wäre natürlich toll. Hier könnte man schauen. Wir könnten hier schauen mit einem Sofa. Wir könnten ihn hierher machen mit einem Sofa. Wir wurden überfallen. Okay, wir verstecken uns mal hier dahinter. Sollte an sich nicht so viel Problem sein für uns. Ja, so viel Stahl und alles und wir können nichts davon mitnehmen. Also ich meine, hier sind nur Steine, aber Kalkstein haben wir hier. Karawane hat gewonnen. Reformieren. Annehmen. Also. Genau, weiter nach Hause. Ich werde auch das wiederum skippen und dann sehen wir uns gleich wieder zu Hause. Natürlich werden wir jetzt gerade angegriffen, wenn wir nicht zu Hause sind und es wird gerade hier, ja, er zerstört gerade unsere Sachen. Versucht unsere Wände kaputt zu machen, die sind zum Glück relativ stabil. Macht aber die kaputt, das kotzt mich ziemlich an. Und jetzt werden wir sogar nochmal angegriffen. Das heißt, wenn wir zurückkommen, ist irgendwie alles kaputt und nichts mehr da. Und der Arsch klaut uns den Riesenfernseher, stiehlt den Riesenflachbildfernseher. Oh, du verdammter Penner. Und dann haben wir hier noch einen. Natürlich passiert das alles, während wir nicht da sind. Also unsere Base, wir waren jetzt nicht da. Und unsere Base ist fast kaputt. Vor allem unsere komplette Energie wird zerstört. Sachen werden in Brand gesteckt, Wände kaputt gemacht. Oh, verdammt. Und unsere letzte Energie. Das heißt, wir haben jetzt kein Eisen mehr. Wir haben kein Eisen. Auch das wird kaputt gemacht, das wird in Brand gesteckt. Verdammt! Was gibt dir das, hä? Was gibt dir das, alles kaputt zu machen? Ja, und genau das auch noch. Holy crap! Ja, jetzt brennst du, Idiot! Du Idiot brennst! Und wir haben. Oh Gott! Es ist aber schön, dass ihr aufgegeben habt und abzieht, nachdem ihr hier alles zerstört habt. Holy fuck. Also ich bin mir nicht ganz sicher, dass wir uns davon nochmal erholen können. Holy crap, unsere Base.
Der ganze Teppich, den wir gemacht haben. Alle Hydro. Oh, for fuck's sake. For fuck's sake. Okay, wir sind bald zu Hause. Okay, aber jetzt werden wir einfach deswegen sterben, weil wir nicht rechtzeitig kommen mit dem Essen. Also das wird schlichtweg unser Untergang sein. Wir sind nochmal von zu Hause entfernt. Wir haben jetzt schon keine Nahrung mehr. Und er will nicht aufhören zum Campieren. Nicht mehr campieren. Nicht campieren. Einfach nach Hause jetzt. Okay, jetzt haben wir nochmal weniger, jetzt haben wir überhaupt kein Essen mehr. Also ich schätze mal, das ist das Ende unseres Let's Plays. Jetzt habe ich das mitbekommen. Unser ganzes Essen ist weg. Wir haben kein Essen mehr zu Hause und wir können auch nicht so schnell eins herstellen, da wir keine Hydroponik mehr haben. Also wird das schlichtweg das Ende sein. Das wird sich nicht ausgehen, bis wir dazu zurück sind. Okay, und das dürfte dann somit das Ende des Let's Plays sein. Wir haben es nicht geschafft. Wir werden verhungern. Der Mais ist gleich kaputt. Wenn jetzt nicht durch ein Wunder genau hier Essen abstürzt, werden wir es nicht überleben. Und schon wieder wird hier kampiert und ich weiß nicht, wie ich das abschalten kann. Dass ich ihm sagen kann, nicht kampieren. Das funktioniert nicht. Noch mal 4 Tage, wir haben kein Essen mehr. Okay, wie gesagt, wir können jetzt nur mehr zuschauen, wie Jack verhungert und alles nur, weil wir so einem behinderten Auftrag gefolgt sind. Also man sieht schon, einmal falsch entscheiden und selbst mit ein bisschen schummeln und wiederum laden und speichern, selbst damit funktioniert es nicht. Moment mal, wir haben frischen Mais bekommen. Frag den Mais, der noch gut ist. Du brauchst ihn nicht nur tragen, du kannst ihn noch essen. Iss den Mais, sonst ist er schlecht. Verrottet, weil im Freien. Können wir hier eine Wand bauen? So, dadurch ist es nicht mehr im Freien und verdirbt nicht. Der Mais ist sicherlich schon, oder? Können wir ihn noch retten? Wenn wir den Mais retten können, dann überleben wir das hier noch. Okay, ein bisschen Mais retten wir hier noch. Okay, solange wir Essen haben, überleben wir. Kritischer Zusammenbruch, ja, du brauchst jetzt mal Essen, es tut mir leid, du willst. Geht verwirrt umher, das ist nicht das, was wir wollen, verdammt. Okay, wir müssen ihn, sollte sich nochmal davon erholen, bevor er bewusstlos wird. Also jetzt ist echt, das ist eine heftige Folge, Leute. Deswegen wird sie auch ein bisschen länger sein. Komm schon, reiß dich zusammen. Geh entspann dich, iss was, geh schlafen. Und dann quasi ist der nächste Tag. Der Mais haltet schon noch aus. Du musst dich nur zusammenreißen, du darfst jetzt nicht bewusstlos werden. Komm schon, du bist hungrig, reiß dich zusammen, Jack. Komm schon, reiß dich zusammen. Wie kann eigentlich unser Stahltisch und alles kaputt gehen? Das haben sie mit der Axt kaputt geschlagen. Komm schon.
Die Unterkühlung ist uns egal, du hast genug Kleidung. 74 Grad im Minus, halt mal aus. Nicht mehr lang, aber. Du musst dich zusammenreißen, jetzt komm. Okay, jetzt kannst du was essen. Geh schlafen. Okay, er ruht sich ein bisschen aus, hat ein bisschen was gegessen. Danach kann er trainieren, schießen und danach dann den Mais tragen. Er friert ein bisschen, es geht, minus 66 Grad, er hat Hunger. Okay, eigentlich. Okay, genug geruht. Schau, dass du ein bisschen Mais isst. Danach hier tragen. Und wie komme ich an genug Stahl für. Nachtisch müssen wir ab. Ja, ein Überfall. Ganz wichtig, dass wir den jetzt haben. Wo ist der Angreifer jetzt dann? Da oben. Okay, trägt Bauteile. Können wir das schon machen? Nein, was fehlt uns da noch? Da fehlt uns Stahl. Wir müssen. So viel wie möglich eigentlich hier jetzt abreißen. Okay, wir können die Windturbine herstellen. Damit haben wir schon mal wieder Strom. Theoretisch. Das müssen wir jetzt kurz mal abbrechen und die eigentliche Schmelze direkt hier, weil wir haben keine Batterie, die das übergeordnet zusammenbringt. Okay, er ist da oben einfach gestorben, das ist gut. Okay, du musst jetzt bitte das alles abreißen. Und hoffentlich bringt uns das genug, dass wir den Schmelzofen bauen können. Das Bett müssen wir neu installieren. Wie viel noch? Dacheinsturz. Dacheinsturz ist mir egal. Okay, sehr gut. Er baut den Schmelzofen. Oh, 57 Essen. Wir haben nicht viel Essen, aber wir haben. Vielleicht genug, wenn wir das hier herstellen. Dass ich ein bisschen ausgeruht. Ich will nämlich Nahrung draus machen, dann kann mir ein bisschen länger überleben. Genau. Dann iss nicht Nahrung, sondern mach Essen. Genau. Ah, wir haben ja hier noch. Und lass einfach gerade mal. So, koch einfache Mahlzeiten und die lass grad auf dem Boden. Ist diese. Und jetzt tragen wir alles darüber.
Wir werden es knapp überleben, denke ich. Okay, hol den Meister noch. Das nächstes. Das hier bauen. Können wir eine Batterie machen? Wir haben keine Bauteile mehr. Kann das wahr sein? Ja, ich denke, wir haben genug Bauteile. Doch, die liegen nur überall verstreut. Okay, und auch hier haben wir schon einen Teil. So, Aufgabe Metallschrott einschmelzen. Das ist jetzt gerade ganz wichtig. Okay, hole ich aus, das ist auch okay. Und dann müssen wir Metallschrott machen, das ziemlich schnell. Haben wir noch irgendwo Metall? Nein, gell. Okay. Komm schon, wir brauchen ein bisschen Wind. Wir haben nicht lange Nahrung. Trinkt Mais zur Lagerzone. Okay, trinkt Fruchtsaft. Okay, reparieren ist jetzt sicherlich nicht das, was du machen sollst. Gut, aber es wäre gut, wenn du die Sachen alle da trägst. Die Gerste ist mir egal, aber das Zeug bitte tragen. Oh, eine starke Unterkühlung inzwischen. Haben wir genug Holz? Oh Gott, jetzt haben wir hoffentlich genug Holz für. Wir haben nicht genug Holz. Okay, wir müssen die jetzt. Boah, das ist alles knapp. So, die machen wir zu. Und wir haben genug Holz. Bevor du bewusstlos wirst. Also knapp. Wir fangen eigentlich wieder bei Null hier an. Wir haben keinen Stahl. Komm schon, wir brauchen ein bisschen Strom. Schalt das aus. Mach uns Metall. Das ist gerade das Wichtigste überhaupt. Einfach am Boden fallen lassen. Ich hoffe, wir haben noch Bauteile. Okay, jetzt können wir das machen. Okay. Wir müssen das neu installieren. Neu installieren.
Brauchen hier noch ein Stromkabel. Ja, bevor du das isst, bitte Nahrung machen. Ich weiß, du hast Hunger, aber wir müssen das zuerst machen. Sonst ist das eine zu große Verschwendung. Okay, jetzt kannst du essen. Okay, das ist ein bisschen was. Okay, das eine Stahlstück hier machen bitte. Und dann Strom Stahl herstellen. Minus 46 Grad, das sollten wir aushalten. Mach da noch zu, bitte. So, und jetzt kannst du da wieder rein. Jetzt sollte man wieder ein bisschen Wärme bekommen. Danach wird an der Heizung gearbeitet. Oh Gott, Leute, wir überleben das nochmal. Ich bin mir nicht sicher, dass wir genug Bauteile haben. Wanderer bleibt. Das ist das Letzte, was ich jetzt brauchen kann. Ganz ehrlich, sorry, aber du bist das Letzte, was ich jetzt gerade brauchen kann. Was du aber machen kannst, ist Metallschrott tragen, bis du umfallst. Aber was nicht lang ist. Tragen wir da mal die Sachen, bevor wir dann weitermachen. Okay, auf das Howling muss ich klicken, damit er gleich mehr auf einmal nimmt. Okay, shooting a few bullets, okay. Danach weiter veredeln, bitte. Ich will interessieren, wie viele Bauteile wir haben. Momentan schaut es aus, als hätten wir keine Bauteile. Ich sehe hier 5. Hier sind 8. Oh ja, genau. Die verrotten ja, wenn man sie nicht irgendwo lagert. Okay, ja, die stimmt, die verrotten ja, wenn man sie nicht irgendwo lagert. So, und jetzt schauen wir mal. Haben wir irgendwo noch Bauteile? Sieht nicht so aus, als hätten wir Bauteile. Es kann auch sein, dass die schon wieder am Verrotten waren oder verrottet sind. Okay, wir haben 5 Bauteile. Das ist echt nicht viel.
Okay, das dann im Boden jetzt da machst, ist ganz, ganz toll. Aber sicherlich nicht mein Hauptaugenmerk. Holy crap. Ein Bauteil, wir haben 13. Hey, ganz ehrlich, die Wände könnte jetzt echt aufhören, mal die Böden. Das ist gerade mein geringstes Übel, ist euer blöder Teppich. Und zwei Nadeln, okay, das verdirbt nicht, das ist gut. Ah ja, genau, da ist er schon wieder dann. Okay, das Ding zu reparieren ist nicht unser Hauptaugenmerk. Mach uns mehr Stahl. Neun Bauteile. Es schaut fast so aus, als könnten wir uns nochmal retten. Ich hätte es zwar, puh, eine knappe Angelegenheit. Minus 44 Grad. Minus 83 Grad. Wir müssen bisschen was hier für unsere Wärme machen. Okay, so gut wie alles ist jetzt schief gegangen. Aber es sieht so aus, als würden wir nochmal überleben. Mehr schlecht als recht. Zu wenig Stahl, ruht sich mit den anderen aus. Ja, ich weiß, du willst dich entspannen. Minus 29 Grad, das ist okay. Dann ist halt schon was aus. Okay, nicht genug Stahl. Gut, ich denke mal, wir werden es überleben. Ob wir es überleben, tja, das sehen wir in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann.